Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Ich bin euer Mr. Venom1974 und an meiner Seite der großartige Starkiller vom Telespiel TV Channel. Hallo? Ja, hallo. Und ich weiß, du hast so einen Déjà-vu-Effekt erlebt. Du bist ja ein Fan von Piraten. Ja, so von möchtegern Piraten und deren Bräuten. Absolut. Genau, und deswegen dachte ich mir, dann packst du mal aus Cutthroat Island. Ihr seht diese unglaublich spannende Geschichte. Ich lasse die mal einfach nur laufen. Ja, und da seht ihr, geht um legendäre Piraten. Und das Mädel, was da so steht und in Sonnenuntergang glotzt wie irgendwie ein schlechter Kalender, das machen wir gleich. Und das spielt in Jamaika. In der Heimat von Usain Bolt. Falls das irgendjemand wissen will. Gut, war auch Karibik, sicherlich, aber weiß ich nicht, ob es da großartige Piratenschätze hat man uns, glaube ich, in Pirates oder so nie erzählt, glaube ich. Doch, da war man in anderen Gegenden mehr unterwegs, das stimmt. Ist egal, aber wir stellen uns diesen mächtigen und düsteren Kampf. Denn auch Piraten haben es nicht leicht. So, kann ich jetzt was tun oder muss ich erst noch warten, bis der Sonnenuntergang... Ist, glaube ich, nicht mehr lange hin. Der Sonne ist ja schon untergegangen, genau. So, wir starten einfach. So, wir können morgen wählen oder Shaw. Und da ich ja euch kenne, nehmen wir natürlich das Mädel. Grafisch hat mich das so ein bisschen so erinnert, wirklich an Prince of Persia, Another World und sowas. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, ja. Die Steuerung könnte besser sein. Du wirst es niemals lebend herausschaffen! Wachen! Verhaftet sie! Natürlich. So. Man kann springen. Man kann auch blocken. Was ein bisschen aussieht wie... Ja, als wenn man Limbo-Tänzer oder so. Springen. Dann gibt es auch hier so einen, ne, den Piraten Salto. Natürlich. Und natürlich ganz normal mit dem Schwert loslegen. Genau, die halbe Piratenrolle rückwärts. So, und natürlich, wie so ein, ja, ich sag mal, Beat'em'up üblich, rotzt man nun die Gegner da weg. Ich weiß nicht, sind das wieder Spanier? Kennt man die an den Klamotten? Das könnten sein, die Conquistadores. Es ist gut möglich, dass es die Herrschaften wieder gewesen sind. Ja gut, in Piratenfilmen gibt's ja eigentlich nur einen Gegner. Du wirst niemals an mir vorbeikommen! Richtig. So, jetzt machen wir ganz toll, eine tolle Technik. Die hat beim Testen schon geholfen. Einfach in die Ecke und draufhauen. Mhm. Also KI vom Feinsten. Na komm. So, das war ja. Das war ja hart. Nehmen wir noch ein One-Up mit. Na gut, dürfen wir nicht. Habe ich schon verstanden hier. Ja, ja, genau. Wach und stoppt sie, bevor sie die Quartiere erreicht. Jetzt haben wir einen neuen Special bekommen. Ihr seht also hier. Die Karte ist klein, also man wäre wahrscheinlich relativ schnell durch. Jetzt kommt nochmal dieser großartige Level. Ja, der ist so fantastisch wieder. Das war mit einem Stein. Ja, da sollte man vorbeifahren. Ihr könnt die Fritzen hier mitnehmen. Also ihr könnt eigentlich nur hoch und runter lenken. Natürlich nicht links und rechts, warum denn auch. Und ich bin gerade beim Testen 17 Mal an einer Stelle draufgegangen. Ich hoffe... Da kommen wir gleich dran vorbei. Oder auch nicht. Hm. Ich finde das lustig, weil man kann irgendwie, wenn ich das sehe, dann nicht viel machen. Ah, das war übrigens Ende schon. Das ging aber schnell diesmal. So, das machen wir nochmal. Ich weiß, ihr habt es eilig draußen, aber 4 Minuten. Hey, das ist kein Video. Das ist nicht mal ein Trailer. Ich denke mal, in dieser schnelllebigen Welt, da müssen wir uns einfach mal Zeit fürs Wesentliche nehmen. Richtig, genau. Das ist sozusagen, was wir hier auch machen, ein wenig YouTube-Entschleunigung. Genau. Ah, wir können auch laufen, ist das geil. Komm, hier. Komm, soll ich mal ein bisschen hier für die Show machen? Mit, immer. Mit Parade-Reposte. En garde. Show kommt hier immer gut an. Mach hier so den einfachen Rittberger. Ah, ihr seht, man kann auch
Griff-Moves machen? Vor allen Dingen, jetzt habe ich es auch einigermaßen raus. Es gibt aber irgendwie eine Gestiche, das habe ich beim Testen gemerkt, wenn ihr irgendwie auf so einer Schiene seid oder so einer Bahn, dann ist das Mädel sehr wählerisch, was es darum geht, um links und rechts zu treffen. Na komm. Jetzt gebe ich dir mal eine Chance. Wie schießt der? Der schießt? Ja, der hat so eine Waffe in der Hand, richtig. Sag mal. Der hat ein Gewehr in der Hand. Sicherlich Final Fantasy-Veteranen kennen Gunblades, aber der will mir nur erzählen, der schießt jetzt aus einer Axt. Die Axt-Shotgun. Da wäre, glaube ich, selbst Duke Nukem begeistert. Aua. Hallo? Komm, einmal darfst du noch. Ja. Ja, wo ist er jetzt? Okay, also merkt euch lieber die unfaire Variante. Weil das ist... Das Böse wird immer siegen, weil das Gute zu bescheuert ist. Ja. Das Gute hält sich an Regeln, das ist nie gut. Ja. So, jetzt habe ich dich aber. Das ist die Position, die nie gut ist. So, wir sammeln einen One-Up ein, wir sammeln einen Schlüssel ein, wir sammeln eine Truhe ein, wir sammeln was auch immer. Ein. Ist auch schön, dass ihr erledigt irgendeinen Typen und dann hat er einen One-Up dabei. Das ist ja sehr treffend, ne? Das ist gut. So, wir sind wieder da, wo wir gerade schon mal waren. Und ich bin ganz ehrlich, vielleicht gibt es hier einen Hinweis. Nein, gibt es natürlich nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt in diesem Level kommt. Ja, das ist der Stein, den wir kennen. We'll be here soon. Ja, das ist schön. Dann sollten wir, wenn die Wächter kommen, weg sein. So. So, jetzt kommt wieder der komische Kasper. Und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Warum man den irgendwie ausweichen muss oder so. Oder was auch immer. Wir machen das jetzt noch einmal. Alle guten Dinge, ne? Komm, dafür nehmen wir jetzt auch mal hier den Quotenpiraten. Mhm. Und dann haben die Mädels und den Zuschauern auch ein bisschen was zu gucken. Der hat auch sicherlich ein Sixpack unter diesen Robin Hood-Klamotten. Mit Sicherheit. Der... Ja, ist das die afroamerikanische Version von Errol Flynn? Kann das sein, ja? Das ist bestimmt Will Smith als Pirat. Oder sowas, ja. Oder macht Johnny Depp auch schon wieder. Ein sehr dunkel gebräunter Tom Cruise als Pirat. Genau. Oder Nicolas Cage, der ja mittlerweile alles spielt. Mhm. Den sie ja mittlerweile auch für, weiß nicht, einen Kindergeburtstag ordern können für 100 Euro oder so. So, komm. Ja. Jetzt denkt dran, der schießt. Aber ich habe hier den Doppelsäbel. Wobei, das ist irgendwie ein Messer oder sowas, ne? Das kleine ist so ein Küchenmesser, richtig. Das ist auch irgendwie interessant. Und der kann das gar nicht so gut. Das Mädel ist besser im Schwertkampf. Ihr seht, der kann sogar blocken. Mhm. Ich glaube, es hängt. Komm, willst du jetzt mal hier drauf gehen? Erkenne dein Schicksal, Pirat! Kann ich eigentlich den Schlüssel komplett ignorieren? Nein, natürlich nicht. Videospiellogik. Natürlich. Ja, genau. Kennen wir. Ja, der bringt mir sicherlich in dieser Lore total viel, der Move. Ach, jetzt muss ich doch mit der allen. Logik? Kann es sein, dass einfach beide da drin sitzen? Das könnte sein. Wobei er dann so ein bisschen aussieht wie der Glöckner von Notre Dame oder so, aber... Der ist wahrscheinlich nur glücklich, dass er die Alte bei sich hat. Ich hab's abgeschleppt. Genau. Aber den muss man noch erwischen. Der steht doch genau da oben. Deshalb sollst du ihm ausweichen. Jetzt weich ich mal aus. Warum verstehe ich das nicht?
übrigens, den Stein weichst du bitte auch aus. Das ist sinnvoll. Mhm. Ihr seht, wenn ihr dem Stein nicht ausweicht, hängt sogar fast das Spiel. Das ist die andere Version von Rock'n'Roll übrigens. So, aber da muss man noch, muss doch, was war das denn jetzt? Über den Kiesel oder was? Das war der Kiesel des Todes. Natürlich! Natürlich! Können 80.000 Piraten umfahren, aber nicht den kleinen Kiesel. Nein! So. Ah, schön! 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 Finish! Komm hier, mach Ende! Mach Ende! Komm, mach hin! Komm, bestimmt gleich... Ah! Oh. Riesen geiles Game! Hm. Dann sage ich mal vielen Dank für die Leute, die mir das empfohlen haben. Ich habe es mir jetzt angeguckt und wenn ich diese Lore irgendwann mal begriffen habe, dann zeige ich vielleicht auch ein bisschen mehr davon. Ja, dann sage ich mal so, gebe ich dir mal die Schlussworte. Was sagst du zu diesem Piraten-Game? Ich bin sprachlos momentan. Na, ich denke mal, wenn diese Lore-Geschichte nicht drin wäre, wäre es sicher ein bisschen besser. Du hast ja beim Testen, das war ja ganz passend gesagt, das ist Indiana Jones, ja. Ja, genau. Da hat es auch eher Ähnlichkeiten. Meinst du, hier gibt es dann auch noch Nazi-Piraten, ja? Also ich halte es mal nicht für unmöglich. Naja, egal. Also wir werden sicherlich diesen Titel nochmal eine zweite Chance geben, weil das war ja jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber... ja, der Loren-Part, ich sag's mal so, das hat nicht so unbedingt was von Unterhaltung, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut, mal gucken, was das Game noch gibt, wenn man mal irgendwie weiterkommt. Man kann ja noch mit Save State arbeiten, Gott sei Dank. Aber das tue ich euch dann mal irgendwann an. Ihr habt gesehen, das Ding hat sowieso nur 7 oder 8 Level. Vielleicht mache ich das mal komplett als eine Folge, weil ich denke, da ist man relativ schnell durch. Ja, das war Cutthroat Island. An meiner Seite der großartige Starkiller. Telespiel-TV-Channel sofort abonnieren. Ich zähle bis 21. 20, 21, Abo. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wenn ihr wollt, tobt euch mal auf meinem Kanal auf. Ne? Seid ja eh schon da. Könnt auch da bleiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.